So, machen wir das mal. Die reparierte Erinnerung. Ah ja, seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, Ein Assassine, ja, die kennen wir ja noch, die haben mir ja geholfen. Bei einer Hauptmission, glaube ich, ja, da haben wir dir geholfen, damit wir überhaupt nach Venedig konnten. Sie hat uns das irgendwie besorgt, irgendwie um Erlaubnis gebeten, dass wir da hin dürfen. Ja, und sie fand uns schon damals ganz toll und jetzt machen wir eine Mission, ein warmes Willkommen. Katharina und Machiavelli nach Forli bringen. Das klingt erstmal sehr einfach. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Mhm. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich habe den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Oh, da rennen ein paar Leute. Gibt's hier was gratis, oder? Schau. Oh nein. Die laufen so langsam, dass es selbst mit dem Pferd kaum Spaß macht. Und da kommt die nächste Welle. Hui. Aspetta. Was geht hier vor? Das frage ich mich auch. Sie kamen, als ihr gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal. Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. Zum Stadttor von Forli laufen. Ja, das werden wir jetzt auch machen, weil das mit dem Pferd macht keinen Sinn. Da machen wir uns nur selber das Leben zur Hölle hier. So, und jetzt kommen, ja, jetzt geht's los hier. Ich versuche mal mit Klinge was zu machen. Das geht schneller. Es sei denn, man kämpft dann. Dann geht's nicht mehr so schnell. Das muss man schon heimlich machen. Es ist halt immer besser, wenn man so heimlich nochmal hintergeht und dann... Da ist er! Aber wir sind gerade im Kampfmodus. Hier ist es wirklich besser, wenn man so von hinten den rangeht. Ja. Und dann den endgültig kalt macht. So, was denn nun jetzt hier? Weiter geht's. War ja jetzt eine kleine Unterbrechung. Stadttore sind zu hier. Nicht schön. Sie sind schon drinnen. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene. Ich bin sofort zurück. Hey! Bene. Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde. Ihr besetzt. Ja, wir sollen den Geheimgang finden, aber ist ja weniger mit finden, sondern eher. Ja, man wird ja hier gleich auf der Minimap ein bisschen informiert, wo der Geheimgang sein soll. Und da wird auch irgendwie gekämpft. Jetzt mitkämpfen, aber es macht jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, wenn wir jetzt hier mitkämpfen. Ich weiß nicht, ob sich das positive auswirkt. Ich sag ja, so mit der Assassinklinge, wenn die Gegner einen noch nicht so in Art entdeckt haben, dann ist das natürlich sehr, sehr schnell hier, die alle Platz zu machen. Noch ein Toter.
Was ist passiert? Das fragt mich mal. So, hier soll irgendwo ein Geheimgang geben. Weiß nicht, ob das dieser Geheimgang sein soll. Nein, das ist es nicht. Ich denke mal, wir müssen hier rum. Ne? Das sieht doch so aus, als ob man hier springen soll, fröhlich. Wenn man es kann, das ist natürlich ganz wichtig. So, gehen wir mal rüber. Ah ja. Das könnte der vermutliche Geheimgang sein hier. Nämlich Tor offen. Und hier kann man untertauchen. Ja. Das war's. Das war der große, sagenumwobene Geheimgang. Wir sollen das Tor öffnen, aber ja, welches? Achso. Das, da wo die da stehen, alles klar. Hier ist aber wenig los dafür, dass das hier besetzt wird. Ich glaube, es macht jetzt nicht so. Ich wette, ihr wollt sie sehen, oder nicht? Ihr wollt sie berühren, würdet gerne an ihnen lecken, oder nicht? Na, dann kommt hier runter und versucht es. Wie wahre Männer. Und ich will euch so in die Eier, dass sie euch aus der Nase kommen. Das ist cool. Dieser, das, was sie jetzt gerade hier erzählt. Oder ist das der Grund, warum ihr nicht gehen wollt? Ich töte alle, die hier. Ich glaube, ihr würdet so einen langen Eichenblock im Arsch richtig genießen. Die Soundfile ist echt cool. Wo hat man euch denn gefunden? Bei den Nonnen? In der Klosterschule? Ah ja, die hat mit denen geredet und jetzt ist... Ja, jetzt hat sie leider keinen Konversationspartner. Hat sie gut abgelenkt. Joa. Damit hätten wir ein warmes Willkommen geschafft.